In der heutigen Zeit wird es immer schwieriger, zwischen Fakt und Fiktion zu unterscheiden. Der Einsatz von Computeranimation und künstlicher Intelligenz führt dazu, dass man ganz genau aufpassen muss, um sicher zu sein, ob etwas, was man gesehen hat, tatsächlich so ist, wie es auf Anhieb erscheint. Im persönlichen Kontakt ist das häufig einfacher, da kann man sich auf das eigene Urteilsvermögen verlassen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, alles aus nächster Nähe unverfälscht mitzuverfolgen. Als Vertreter des Publikums können Sie sicherstellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Dies ist eine chinesische Lochmünze. Wie der Name schon sagt, hat die Münze in der Mitte ein Loch. Was Sie im Publikum nicht sehen können, ist, dass die Münze aus Metall ist, sich nicht verbiegen lässt und außer dem Loch in der Mitte keine weitere Öffnung hat. Können Sie bestätigen, dass diese Münze aus Metall ist und nur ein Loch in der Mitte hat? Genau, so ist es. Schauen Sie sich einmal diese Schnur genau an. Sie besteht aus einem Stück. Wenn sie eine Lücke hätte, wären es zwei Schnüre. Die Schnur ist reißfest. Und die Enden sind weiß, damit man sie immer gut im Auge behalten kann. Dank dem Loch in dieser Münze kann man sie auf die Schnur auffädeln. Bitte stecken Sie einmal ein Ende der Schnur durch das Loch. Okay. Ziehen beide Enden auf die gleiche Länge. Die Münze ist auf der Mitte der Schnur aufgefädelt. Wenn man sie von der Schnur nehmen will, geht das natürlich nicht über die Mitte, sondern nur über eines der Enden, über dieses Ende. Über dieses Ende. Ich ziehe sie einmal hier von der Schnur. Wenn man sie wieder auf die Schnur auffädeln will, geht das natürlich nicht hier über die Mitte, sondern nur über eines der Enden, über dieses Ende oder dieses Ende. Wenn Ihnen jemand erzählen würde, ich hätte diese Münze über die Mitte der Schnur aufgefädelt, würden Sie sagen, das seien Fake News. Was ist das jetzt? Ist das echt? Ist die Münze tatsächlich auf der Schnur aufgefädelt? Ja, das ist sie. Was mit einer Münze geht, geht auch mit mehreren. Hier sind noch zwei Münzen. Beide haben ein Loch in der Mitte und sind absolut solide. Bitte überprüfen Sie die Münzen und fäden Sie sie dann auch auf die Mitte der Schnur. Drei Münzen auf der Schnur. Bitte achten Sie jetzt auf die Enden der Schnur. Strecken Sie einmal Ihre Hand aus. Gleich passiert's. Eine Münze hat sich befreit, obwohl sie nur ein Loch in der Mitte hat. Zwei Münzen sind immer noch fest auf der Schnur aufgefädelt. Genau. Zwei Münzen auf der Schnur. Falls Sie sich fragen, was vorhin in meiner Hand passiert ist, als sich die Münze von der Schnur befreit hat, ich verrate es Ihnen, gar nichts. Es passiert nicht bei den Enden, sondern bei den Münzen. Bitte halten Sie noch einmal Ihre Hand auf. Das ist jetzt eigentlich gar nicht möglich, aber... Da schüttelt sogar die künstliche Intelligenz den Kopf. Eine Münze sitzt immer noch auf der Schnur. Halten Sie die Schnur einmal zwischen Ihren Händen ausgestreckt, die Münze in der Mitte. Legen Sie mir die Münze auf die Hand. Dankeschön. Die Münze ist auf der Mitte der Schnur aufgefädelt. Auf diese Weise ist sie doppelt gesichert. Bitte strecken Sie noch einmal Ihre Hand aus. Eins, zwei,
geht's hat nicht. Die Münze nur ein Loch und ja. Ist die Schnur immer noch ganz. Ja, die ist noch ganz. Tja, war das jetzt alles echt oder war das eine Art virtuelle Realität? Möchten Sie es noch einmal sehen? Ja, klar. Bitte filmen Sie die Münze noch einmal auf die Schnur. Strecken Sie die Schnur zwischen den Händen aus, mit der Münze in der Mitte, legen Sie mir die Münze auf die Hand. Vielen Dank. Vorhin habe ich ein Ende der Schnur so um die Hand gelegt, das können Sie diesmal machen. Bitte nehmen Sie dieses Ende und legen Sie es über die Hand. Jetzt halten Sie noch beide Enden der Schnur mit den Händen fest. Jetzt ist die Münze dreifach gesichert. Sie ist auf der Mitte der Schnur aufgefädelt, in meiner Hand eingeschlossen und Sie halten beide Enden. Mhm. Künstliche Intelligenz könnte uns sogar jetzt noch vorspiegeln, dass es möglich wäre, die Münze zu befreien. Aber das geht auch in der Realität. Mhm. Halten Sie gut fest. Die Münze ist frei. Aber da geht noch mehr. Achtung, die Münze fliegt zu den anderen Münzen zurück. Eine, zwei, drei Münzen. Eine, zwei, drei völlig reale chinesische Lochmünzen. Eine völlig reale reißfeste Schnur. Und Sie können bezeugen, dass das alles tatsächlich passiert ist. Genau. Meine Damen und Herren, das ist Zauberkunst. Viel verblüffender als jede virtuelle Realität.